Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Gespräch des Liberalen Instituts. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Insbesondere begrüßen möchte ich unseren heutigen Gastreferenten Lukas Joos. Herzlich willkommen. Ebenfalls begrüßen möchte ich unsere zahlreichen Freunde und Förderer, die das Liberale Institut tatkräftig unterstützen. Falls Sie noch nicht zu unserem Freundes- oder Förderkreis gehören sollten und das gerne werden möchten, finden Sie unter dem entsprechenden Link in der Videobeschreibung nähere Informationen hierzu. In der heutigen Videoveranstaltung geht es um das hier, um Waffen. Vielen macht allein der Anblick einer Schusswaffe Angst. Sie assoziieren sie unmittelbar mit Verbrechen, Amokläufen oder Attentaten, also mit dem Bösen schlechthin. Mit der Forderung nach einem Verbot dieser Dinge, die so furchtbare Gefühle auslösen, ist es dann nicht mehr weit. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass eine Waffe lediglich ein Instrument ist. Es kann für das Böse, aber auch für das Gute eingesetzt werden. Waffen in den Händen von Verbrechern, psychisch Kranken oder Terroristen sind selbstverständlich sehr gefährlich. Gleichzeitig kann der private, legale Waffenbesitz in den Händen von vernünftigen und gesetzestreuen Menschen sehr positive Effekte auf die Sicherheit und den Schutz der Grundrechte haben. Gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik kam es im Jahr 2020 schweizweit zu 47 Tötungsdelikten. 32.819 Einbruch- und Einschleichdiebstähle wurden registriert. Hinsichtlich schwerer Gewaltstraftaten wie versuchte Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und schwere Körperverletzungen wurden 1.668 Delikte verzeigt. Warum stehen diese Fälle in der Statistik? Weil die Polizei zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort war, um den Opfern zu helfen. Gleichzeitig waren die Opfer nicht in der Lage, sich gegen die Täter zu wehren. In all diesen Fällen hat also der Täter gewonnen. Hätten die Opfer das Recht, eine Waffe zu tragen und sich entsprechend selbst zu verteidigen, wäre es in vielen Fällen wahrscheinlich nicht zum Mord, nicht zur Vergewaltigung und nicht zur schweren Körperverletzung gekommen. Ein Beispiel. Virginia Cantrell, die Präsidentin einer großen Lehrergewerkschaft in Detroit, kam nach dem Arbeiten oft erst spät nach Hause. Da ihr Ehemann außerhalb der Stadt arbeitete, kehrte Cantrell häufig in ein leeres Haus zurück. Als sie eines Abends wie immer ihren Wagen in der Einfahrt parkte und in Richtung der Eingangstür ging, entdeckte sie einen über 100 Kilogramm schweren Mann auf ihrer Eingangsterrasse. Die 1,50 Meter große und nur 50 Kilogramm schwere Frau fragte den ungebetenen Besucher, ob sie ihm irgendwie helfen könne. Der Mann antwortete nur schroff: "I live here, bitch." Nach dem Austausch von einigen unangenehmen Floskeln drohte die Situation zu eskalieren. Als Cantrell annahm, dass ihr Leben in Gefahr sei, zog sie ihren kleinen Revolver. Und siehe da, der Eindringling suchte sofort das Weite. Es fielen keine Schüsse. Es gab keine Gewalt. Die Polizei wurde noch nicht einmal informiert. In den USA gibt es je nach Umfrage schätzungsweise 760.000 bis 3,6 Millionen Fälle pro Jahr, in denen sich die Opfer von Gewalttaten mit Schusswaffen zur Wehr setzen. Dabei wird in den meisten Fällen kein Schuss abgegeben. Der Angreifer zieht sich häufig zurück, weil er vom Opfer nicht angeschossen werden möchte. Oder wie Clarence Worley im Film True Romance von 1993 treffend meinte: "Es ist besser, eine Schusswaffe zu haben und sie nicht zu brauchen, als eine Schusswaffe zu brauchen und sie nicht zu haben." Ja, was wäre passiert, wenn Virginia Cantrell in der Schweiz wohnen würde und Ähnliches passiert wäre? Eine Möglichkeit, sich effektiv mittels einer Schusswaffe zu wehren, hätte sie nicht. Denn mit ihrer Voraussetzung hätte sie niemals einen Waffentragschein erhalten, der lediglich jenen Personen vorenthalten wird, die den Behörden glaubhaft machen können, dass sie wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben gefährdet sind, als zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte einer Firma. Eine Präsidentin einer Lehrergewerkschaft hätte da wohl überhaupt keine Chance gehabt. Sie müsste sich erwartungsgemäß verprügeln, ausrauben, vergewaltigen und töten lassen. Das wäre das gesetzlich akzeptable Schicksal einer Bürgerin, die durchschnittlich gefährdet ist. Vielmehr geht es bei der Frage, wer eine Waffe erwerben oder tragen darf, gar nicht darum, die Sicherheit zu erhöhen, sondern um Macht,
Und zwar um das Machtverhältnis und das Machtgefüge zwischen Staat und Bürger. Diese Diskussion ist keineswegs neu, sondern geht weit zurück, bis ins antike Griechenland. Platon sympathisierte bekanntlich mit einem aristokratischen Staatsmodell, an dessen Spitze Philosophenkönige herrschen sollen, als eine gebildete, qualifizierte Elite. Sein Idealstaat besteht aus drei gesellschaftlichen Ständen. Zu oberst die Philosophenkönige, in der Mitte die Krieger und Wächter, die alle auf Linie halten sollten, und zu unterst die Bauern und Handwerker, die die Grundbedürfnisse der Gesellschaft wie Nahrung befriedigen sollen. Die Unterschicht der Bauern und Handwerker haben nach Platon kein Recht, Waffen privat zu besitzen. Die Waffen sollen vielmehr zentral in staatlichen Kasernen gelagert werden. Aristoteles auf der anderen Seite kritisierte den Ständestaat Platons. Die unbewaffnete Unterschicht, zu welcher die meisten Bürger gehören, könne gar nicht anders als zu Sklaven der Bewaffneten zu verkommen. Er schrieb, ich zitiere, von der Oligarchie hat sie den Zug, dass der Reichtum ihr Endzweck ist. Denn nur so lässt sich die Leibwache und das luxuriöse Leben aufrechterhalten. Und dass sie der Menge nicht traut, weshalb sie ihr auch die Waffen nimmt. In all den Jahren danach, bis und mit heute, folgte die Diskussion über das Recht auf Selbstschutz und Waffenbesitz den grundsätzlichen Richtlinien, die von Platon und Aristoteles vorgezeichnet wurden. Auf der einen Seite befinden sich jene, die eine zentralistische Regierung favorisieren, die all die Waffen und Macht besitzen soll, während das Volk aus Macht und wehrlosen Untertanen besteht. Auf der anderen Seite befinden sich diejenigen, die eine begrenzte Regierung favorisieren, bei der die ganze Macht vom Volke ausgeht und die freien Bürger das Recht haben, Waffen zu besitzen und zu tragen, um sich selbst und andere vor unrechtmäßigen Angriffen zu schützen. Bei der Diskussion, ob nur die Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols Waffen besitzen und tragen dürfen, geht es also um sehr viel mehr, als man zunächst annehmen könnte. Es geht um Fragen des Minderheitenschutzes, des politischen Machtgleichgewichts und des Schutzes vor einem Abgleiten in ein tyrannisches politisches Regime. Diese Fragen wollen wir heute zusammen mit unserem Gastreferenten etwas vertiefen, den ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Lukas Jos ist Philosoph und Osteuropa-Historiker. 2018 und 2019 beriet er die Trägerin des Referendums gegen die Verschärfung des Schweizer Waffengesetzes. Aktuell leitet er den Aufbau einer privat finanzierten, politisch-gesellschaftlichen Organisation zur Prävention und Abwehr von vorsätzlich verübter Gewalt. Sein Referat, auf das wir uns sehr freuen, trägt den Titel Feuerwaffen in privaten Händen. Ihre Rolle für ein sicheres, pluralistisches und diskriminierungsfreies Zusammenleben. Herr Jos, wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Die virtuelle Bühne gehört ganz Ihnen. Ja, guten Abend und willkommen zu meinen Ausführungen zum Thema Feuerwaffen in Privathänden. Ich hoffe, dass dieser Beitrag Sie natürlich eher kurz statt langweilt. Ich habe ihn in drei Teile aufgeteilt. Zuerst geht es um die Frage, was ist ein liberales Waffengesetz? Anschließend gehe ich auf die Frage ein, welche Bedeutung das Waffengesetz in einem pluralistischen Rechtsstaat hat. Und zuletzt versuche ich dann so kurz wie möglich einen Überblick zu geben, wie ein Waffengesetz eines modernen Rechtsstaates ungefähr ausgestaltet sein sollte. Im Fokus stehen natürlich einerseits Erwerb und Besitz von Feuerwaffen und andererseits das Tragen in der Öffentlichkeit von Feuerwaffen. Zum ersten Teil, was ist ein liberales Waffengesetz? Hier gibt es eine sehr kurze Antwort, die richtig ist und die lautet, ein liberales Waffengesetz ist genau dasselbe wie ein sozialdemokratisches Waffengesetz oder ein nationalkonservatives Waffengesetz. Das Waffengesetz, was tut es? Es regelt in erster Linie, welche Privatperson welche Feuerwaffen erwerben, besitzen und oder tragen darf. Das Objekt also des Gesetzes sind Feuerwaffen, daher die Frage also, was sind Feuerwaffen? Und hier ist es einfach wichtig, am Anfang rauszustreichen, die allermeisten Feuerwaffen, das sind Instrumente, die einzig und allein dafür konzipiert wurden, die Androhung und oder die Verübung von Gewalt gegenüber Menschen zu vereinfachen. Stimmt schon, gerade in der Schweiz natürlich, oder?
Hunderttausende von Sturmgewehren, großkalibrige Pistolen, die werden eingesetzt zu sportlichen Zwecken. Es ändert aber nichts daran in Bezug auf das Waffengesetz, weil eben ein Sturmgewehr ist nicht konstruiert, um Löcher in Kartonscheiben schön zu stanzen. Jetzt, wer Gewalt gegen Menschen ausübt oder hat androht, der tut immer eines von zwei Dingen. Entweder er verletzt Grundrechte oder er schützt Grundrechte. Wenn ich ein Delikt gegen Leib und Leben begehe, dann verletze ich Grundrechte. Wenn ich ein Delikt gegen Leib und Leben abwehre mit Gegengewalt oder jemandem anderen helfe, ein solches Delikt abzuwehren, dann schütze ich Grundrechte. Und zwar eben in dem, dass ich notwehrmäßig legitime Gegengewalt verübe. Das heißt, vom Kriterium, vom Standpunkt aus des Grundrechtsschutzes, und das sollte ja für Liberale ziemlich zentral sein, von diesem Standpunkt aus ist Gewalt immer ambivalent. Und dasselbe gilt für die Gewaltlosigkeit. Also sowohl Gewalt wie auch Gewaltlosigkeit sind nicht per se positiv oder negativ. Unterbleibt aggressive Gewalt, gut, unterbleibt genau dieselbe defensive Gewalt, in vielleicht der genau selben Intensität, mit demselben dann Wirkungseffekt, mit derselben Waffe ausgeübt, ist genauso schlecht, wie das andere gut ist. Und was für Gewalt an sich gilt, gilt natürlich in der Gedankenverlängerung auch für die Instrumente, die Gewaltverübung vereinfachen. Ist klar, egal wie das Delikt dann aussieht gegen Leib und Leben, am besten ist es immer, wenn der Angreifer keine Waffe hat und der Verteidiger aber eine möglichst potente. Und das Schlechteste ist das umgekehrte Szenario, das ist das Szenario Bataclan. Und jetzt vor diesem, ja, vor diesen einleitenden Überlegungen sollte eigentlich klar sein, dass ein liberales Waffengesetz nicht einfach ein Gesetz sein kann, das möglichst permissiv ist oder halt möglichst wenig verbietet. Ein liberales Waffengesetz ist eines, das der Ambivalenz von Gewalt in Bezug auf Grundrechte Rechnung trägt. Und ein solches Gesetz muss zwei Kriterien erfüllen. Es darf eben erstens, es ist einleuchtend, möglichst wenig Gebrauch zulassen oder beziehungsweise möglichst viel Gebrauch von Waffen zu Grundrechtsverletzungen verhindern, aber gleichzeitig, das zweite Kriterium, das Gesetz muss aber oder darf so wenig wie möglich defensiven Gebrauch von Legalwaffen verhindern zum Schutz von Grundrechten. Beide Aspekte sind wichtig, in diesem Gesetz beide Aspekte zählen. Ja, und eben, je stärker das beide Aspekte erfüllt sind, desto grundrechtsfreundlicher, kann man sagen, ist ein Waffengesetz. Und diese Grundrechtsfreundlichkeit, das ist auch der springende Punkt, warum heute ein liberales Waffengesetz genau dasselbe ist wie ein eben nationalkonservatives oder grünes oder XYZ. Weil klar, eben zu John Lockes Zeiten waren unveräußerliche Grundrechte und deren Schutz, das war eine umstrittene liberalismus-spezifische These, heute zum guten Glück nicht mehr. Heute darum gibt es im Grunde genommen einfach ein grundrechtsfreundliches Waffengesetz. Das ist gut für alle anständigen Leute jeglicher Couleur. Und das grundrechtsfeindliche, an dem haben Interesse Gewalt- und Sexualstraftäter, Terroristen, irgendwelche Links- und Rechtsradikalen und so weiter. Nochmals abschließend, ich weise darauf hin, das Waffengesetz kann zu permissiv sein, dann ist es schlecht für die Grundrechte. Es kann aber eben auch zu restriktiv sein, das ist genauso schlecht für die Grundrechte, für den Grundrechtsschutz. Jetzt, in der Theorie ist klar, tönt das alles relativ vermutlich einfach und auch nicht wahnsinnig überraschend. Das Interessante ist dann die Frage, wie es in der Praxis aussehen sollte, so ein Waffengesetz. Und ich komme im dritten Teil auf diese Frage, aber eben zunächst noch möchte ich die Bedeutung klären eines solchen Waffengesetzes in einem pluralistischen Rechtsstaat. Weil man kann theoretisch der Meinung sein, jawohl, das stimmt, das Waffengesetz, das trägt zum Grundrechtsschutz bei, aber eben, es ist vielleicht ein so kleiner Teil materiell im Gefüge
anderer Gesetze oder im Gefüge von anderen sozialen Institutionen klären wir also die Frage, die Bedeutung, die es hat, materiell das Waffengesetz in einem aufgeklärten Rechtsstaat. Ja, um diese Frage zu klären, ist es eigentlich am einfachsten, wenn man sich am Anfang kurz den Unterschied vergegenwärtigt zwischen den amerikanischen, also den US-amerikanischen Bürgerlichen einerseits und den europäischen Bürgerlichen andererseits. Wobei zu den europäischen Bürgerlichen in dieser Frage auch immer mehr die Schweizer Bürgerlichen gehören. Ja, für die amerikanischen Bürgerlichen ist klar, die sind berühmt oder berüchtigt dafür, dass sie dem Recht, Waffen zu besitzen und tragen, auch in einem Rechtsstaat eine absolute, prioritäre, zentrale Bedeutung einräumen. Warum? Die Überlegung dahinter ist, auch in einem Rechtsstaat muss sich das Individuum durch also bewaffnete Gewalt, durch Waffeneinsatz vor Grundrechtsverletzungen schützen können. Und im amerikanischen Narrativ ist es bekannt, es ist immer einerseits Gewalt, also der Gewaltverbrecher, aber andererseits eben auch die vor der Möglichkeit also einer Tyrannei. Ja, bei den europäischen Bürgerlichen ist mehr oder weniger das Gegenteil der Fall. Da herrscht die Sicht vor, das amerikanische Zeug ist nicht wahnsinnig sinnvoll. Die Idee ist hier, Privatwaffen haben in einem Rechtsstaat eben gerade explizit keine Schutzfunktion. Die Überzeugung herrscht hier vor, in einem Rechtsstaat, wir haben das Gewaltmonopol, das schließt private Gewaltausübung aus. Zweitens, wir haben in einem Rechtsstaat eben eine Polizei, die nicht irgendwie unser Feind ist, sondern für uns da ist. Das heißt, die Polizei schützt uns. Und drittens, eben das ganze Tyranneizeug ist sowieso quasi, wir leben heute und nicht in der blutigen Vergangenheit. Jetzt, welche Ansicht stimmt? Man kann die Frage Schutz der Polizei vor Gewalt oder besser gesagt Schutz durch die Polizei vor der Gewalt auseinandernehmen oder trennen von der Frage, ja, von der Behandlung der ganzen Tyrannei-Problematik. Also zuerst zur Frage, schützt die Polizei in einem Rechtsstaat die Individuen vor Kriminellen und Terroristen? Hier muss man einfach ein Ding, eine Eigenschaft von Gewaltdelikten, von Gewaltkriminalität wissen. Und diese Eigenschaft ist, Gewaltdelikte gehen unglaublich schnell. Jeder Aspirant einer einigermaßen normalen Polizeischule lernt so ziemlich zu Beginn des Selbstverteidigungstrainings, Gewaltdelikte sind kein Kampfsport. Es gibt verschiedene Unterschiede, aber der wichtigste wahrscheinlich ist eben die Dauer. Bei praktisch ausnahmslos allen Gewaltdelikten, vom Beginn des Angriffs, vergehen weniger als 30 Sekunden, bis das Opfer entweder widerstandsunfähig ist oder sich dem Angriff entzogen hat oder den Angriff abgewehrt hat. Und bei vielen Delikten ist diese Zeitspanne sogar weniger als 10 Sekunden lang. Ja, das ist klar, eben. Das heißt, wenn Polizisten keine Teleporter haben und Gedanken lesen können, dann es ist einfach technisch unmöglich, dass sie einen signifikanten Beitrag leisten können zur Abwehr von Grundrechtsverletzungen, zur Abwehr, zum Stopp von Delikten gegen Leib und Leben. Also für die Frage, schützt uns die Polizei oder nein, es ist völlig irrelevant, ob wir in einem Rechtsstaat leben oder in einem Unrechtsstaat oder in anarchischen Verhältnissen. Grundrechtsverletzungen wehrt das einzelne Individuum immer selber ab. Und genau darum gibt es ein Notwehrrecht in jedem Rechtsstaat, und das Notwehrrecht ist ja nichts anderes als einfach ein Katalog von Ausnahmen, in denen das staatliche Gewaltmonopol nicht gilt. Ja, darum das Sätzchen, die Polizei schützt uns, ich weiß es nicht, woher es kommt, ehrlich gesagt, der Realitätsgehalt ist zero. Und es gibt viele Leute, die das sagen, zum Teil durchaus intelligente Leute. Und ich frage mich einfach, warum wundern sich diese Leute, die das behaupten, nie? Man kann nie eine Pressemitteilung der Polizei lesen, zum Beispiel Körperverletzung verhindert, Polizist reißt Angreifer Messer aus der Hand. Und ich möchte schon
Ich möchte betonen, trotzdem, ich bin wirklich alles andere als ein Polizeifeind. Die Polizei leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Abschreckung von Gewaltstraftätern und Terroristen. Sie leistet auch einen unschätzbaren Beitrag zur Verfolgung von den Personen, die ein Delikt schon begangen haben. Aber diese beiden Dinge sind eben nicht dasselbe wie die Abwehr. Bei der Abwehr kann sie aus Zeitgründen einfach nichts tun oder praktisch nichts. Jetzt zur ganzen Tyranneifrage. Braucht es in einem Rechtsstaat das Recht auf Waffenbesitz, um die Möglichkeit einer Tyrannei vorzubeugen? Ich gehe hier einfach kurz auf die drei Standardargumente derer ein, die diese Nötigkeit verneinen. Und das eine Argument, das immer wieder gehört oder wieder vorgebracht wird, ist, ja okay, Tyrannei, niemand will Tyrannei, aber das Waffenbesitzen und so, das ist überhaupt nicht das richtige Mittel. Wenn man Tyrannei verhindern will, braucht es irgendwie gesellschaftliches Engagement oder gute Schulbildung oder XYZ. Und hier ja, schlage ich einfach vor, wer weiß, welche Faktoren die Möglichkeit einer Tyrannei verhindern. Ziemlich gut wissen das Leute, die versucht haben oder in der Vergangenheit es sogar taten, eine Tyrannei hochgezogen haben, ein Unrechtsregime. Und es ist einfach eine Tatsache, man schaut in der Geschichte, noch jedes Unrechtsregime spielt überhaupt keine Rolle, welcher Gattung es war. Eines der ersten Dinge war immer, die Leute zu entwaffnen. Das heißt, das Recht, das dann eben meistens schon nicht existiert hatte, zu Beginn dieser Unrechtsherrschaft, noch die letzten Privilegien wegzunehmen und dann die Leute zu entwaffnen. Und eben, solche Schlechter und Tyrannen, die sind nicht dümmer als die normalen Leute, sondern sie sind böser. Von daher dieser Fokus, all dieser Unrechtsregime immer auf die Ausmerzung des privaten Waffenbesitzes, das sollte schon einen Hinweis geben darauf, ein wie großer Stolperstein der Waffen in Privathänden sind auf dem Weg in die Tyrannei oder in ein Unrechtsregime. Das zweite Argument, das immer wieder gebracht wird, ist so die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Oder? Ja, als John Locke das geschrieben hatte, da war vielleicht Tyrannei noch irgendwie eine ernstzunehmende Bedrohung, aber heute in der Schweiz, 2021, wie hohes Fieber hast du, dass du dich da vor einer Tyrannei fürchtest? Und man kann durchaus sagen, dass jene, die sich wirklich fürchten, dass morgen im Bundesbern die Tyrannei ausbricht, ein bisschen neben den Schuhen stehen, aber das, die ganze Wahrscheinlichkeitsfrage, die tut nichts zur Sache. Der springende Punkt ist, man kann nicht pro Menschenrecht sein und gleichzeitig kontra das Recht, diese Menschenrechte notfalls auch bewaffnet gegen Agenten durchzusetzen eines Unrechtsstaates. Solange man nicht absolut zu 100% ausschließen kann, dass es jemals wieder zu einer Tyrannei kommt. Und das kann man nicht. Und von daher, spielt es keine Rolle, eben wie hochentwickelt der Rechtsstaat ist. Es muss ein Recht darauf bestehen. Wenn man also auf diesen bewaffneten Widerstand, wenn man nicht inkohärent werden will oder inkonsistent gegenüber der eigenen Pro-Menschenrechtsposition. Ist übrigens auch komisch, eine kleine Klammerbemerkung, zumindest in der Schweiz, gerade jene politischen Kreise, die am vehementesten gegen das Recht auf Waffenbesitz sind, sind die, die immer wieder Initiativen und irgendwelche Gesetzesänderungen bekämpfen mit Argumenten wie Anti-Menschenrechts-Initiative oder im Moment gerade aktuell dieses Referendum gegen die Änderungen im Bereich Terrorabwehr. Das führe einen Polizeistaat. So, ja, okay, also solange er keine Waffe braucht, um euch zu wehren, ist es kein Polizeistaat. Und wenn es dann einer ist, eben, hättet ihr vielleicht doch besser auf das Recht bestanden. Das dritte Argument, immer wieder hört man es, ja, als John Locke das schrieb, war die Waffentechnologie auf einem ganz anderen Niveau. Heute mit den Halbautomaten oder was, welches Schlagwort auch immer gerade benutzt wird, heute ist es viel zu unverantwortlich. Und hier, ja, wann war die Grenze überschritten? Zu welchem Zeitpunkt?
Ab wann war es unverantwortlich? Es ist völlig, also ziemlich blödsinnig, so zu fragen oder so etwas zu behaupten, weil die Tatsache ist einfach, die Leute brauchen das Recht auf jene Waffen, wenn sie sich, also um sich gegen einen Unrechtsstaat zu wehren, auf jene Waffen, mit denen eben die Agenten dieses Unrechtsstaates ausgerüstet sind. Punkt. Das Niveau oder der Fortschritt der Waffentechnologie spielt weniger als keine Rolle. Ja, zusammengefasst, man kann sagen, was die Bedeutung des Waffengesetzes angeht in einem pluralistischen Rechtsstaat. Die amerikanischen Bürgerlichen haben Recht, die europäischen nicht. Auch in einem Rechtsstaat, the Protection of Basic Individual Rights, hat sehr eng und sehr primär damit zu tun, wie das Waffengesetz ausgestaltet ist. Bevor ich jetzt zum dritten Teil gehe, ein bisschen technischer werde, vielleicht noch eine Anmerkung auch zur Wichtigkeit des Waffengesetzes im Vergleich mit der Wichtigkeit von, sagen wir, Gesetzen oder Einrichtungen, die sorgen für weniger Straßenverkehrstote, eine bessere medizinische Versorgung, besser Umweltschutz und so weiter. Hier glaube ich auch, die europäischen Bürgerlichen machen einen großen Fehler, wenn sie nicht nur das Waffengesetz, sondern alles, was mit der Verhinderung der Kontrolle von vorsätzlich verübter Gewalt so als Problem darstellen, unter ferner liefen, neben irgendwie eben halt Steuerpolitik und XYZ. Einen einigermaßen vernünftigen, eine einigermaßen große Gewissheit, dass ich nicht vorsätzlich, dass ich Opfer von vorsätzlicher Gewalt werde, ist die absolute Basis, dass ich langfristig denke und handle und dass ich sozial kooperiere, Vertrauen aufbaue zu meinen Mitmenschen und eben gerade als Liberale langfristiges Denken, sparen, investieren, lernen, lehren, forschen, Familien gründen, Unternehmen gründen. Es ist absolut zentral, dass das Gewaltproblem unter Kontrolle ist, weil alles fällt, also steht und fällt mit der Beherrschung, der einigermaßen großen oder guten Beherrschung dieses Gewaltproblems. Von daher auch da, die amerikanischen Bürgerlichen haben wahrscheinlich mehr Recht, wenn sie dieser vorsätzlichen Gewalt, Kriminalitätsproblematik einen viel prominenteren Platz einräumen. Jetzt zum dritten Teil. Wie sollte ein grundrechtsfreundliches Waffengesetz technisch ungefähr aussehen? Jetzt eine Variante wäre, ich könnte einfach 10 Minuten lang Studien zitieren, die das belegen, was mir persönlich in den Kram passt, und dann sagen, okay, darum ist das gut, was mir persönlich in den Kram passt, finde ich nicht gerade übertrieben ehrlich oder, ja, wie soll ich sagen, debattenfördernd, erkenntnisfördernd. Ich mache es darum folgendermaßen. Ich sage kurz zuerst, welche Grobmöglichkeiten es überhaupt gibt, Erwerb, Besitz und Tragen von Feuerwaffen zu regeln. Dann sage ich offen, wie ich es regeln würde. Und dann gebe ich einen kurzen Abriss einfach über die Argumente, von denen ich glaube, dass sie für meine Position eben sprechen. Also zur Frage, wie kann man Erwerb, Besitz und Tragen von Feuerwaffen regeln für Privatpersonen? Hier gibt es 4 Grundmöglichkeiten. Ich tue ein bisschen vereinfachen, einfach der Kürze zuliebe. Die erste Möglichkeit ist, man regelt gar nichts. Das heißt, dann Waffen sind erwerbbar, wie weiß ich nicht, Bocha-Kugeln oder Bücher oder ja, halt Tastaturen, egal. Das klingt sehr außerirdisch heutzutage. In der Schweiz war aber das der Fall, genau für einen substanziellen Teil der Waffen bis 1999, einfach als Anmerkung. Dann zweitens, man kann genau das Gegenteil machen, man kann einfach die Erwerb, Besitz und so weiter verbieten. Punkt. Dann gibt es 2 weitere Möglichkeiten. Die erste von diesen 2 weiteren, das heißt die dritte, das ist das Recht. Man kann ein grundsätzliches Recht einräumen für den Erwerb, Besitz und oder Tragen. Und diese Rechtslösung, die ist dadurch gekennzeichnet, dass die meisten Bürger grundsätzlich können es erfüllen. Und die Ausschlussgründe von diesem Recht, die sind objektiv erstens und im Gesetz abschließend formuliert. Das heißt, die Behörden haben keinen Handlungsspielraum. Die Behörden müssen erstens dem Antragsteller beweisen, warum er keine Bewilligung erhält. Und zweitens, eben wenn der Antragsteller kein Ausschlusskriterium erfüllt,
Da haben die Behörden keine Handhabe, ihm die Bewilligung zu verweigern. Die vierte Variante ist die des Privilegs. Da ist es so, ausgangsmäßig können nur wenige die Kriterien erfüllen. Nur wenige können überhaupt in Frage kommen, um eine Waffe eben zu erwerben oder zu besitzen oder zu tragen. Plus die Behörden haben ermessen Spielraum. Die Instrumente dieses Ermessensspielraums, wenn man ein bisschen schaut in den verschiedenen Waffengesetzen, auch in verschiedenen Zeitperioden, sind immer eigentlich zwei Dinge. Es ist der Zuverlässigkeitsnachweis, das ist so eine deutsche Lösung, die charakterliche Zuverlässigkeit. Das war gerade am Schluss der Weimarer Republik war das ein großes Problem, kann ich leider nicht näher eingehen. Und das andere ist der Bedürfnisnachweis, der sogenannte. Also man muss den Behörden nachweisen, warum man eben ein genug großes Bedürfnis hat, eine Waffe hat zu erwerben und so weiter. Hier ist es so, genau das Gegenteil eben von der Rechtslösung. Der Antragsteller muss beweisen, warum er würdig ist oder kompetent oder was auch immer, warum er ausgerechnet eine Bewilligung erhalten soll. Plus die Behörde kann selbst, wenn der Antragsteller alle Kriterien erfüllt, objektieren, sagen, nein, dir nicht. Jetzt sage ich kurz, wie ich es lösen würde. Ich trenne zwischen dem Erwerb und Besitz und dem Tragen von Feuerwaffen. Wenn ich sage Feuerwaffen, meine ich hier jetzt einfach der Einfachheit halber alle Schusswaffen, Feuerwaffen besser gesagt, die von einer Person getragen und bedient werden können. Machen. Ja, aber was ist mit irgendwelchen großen Kalibern und Seriefeuerwaffen? Das spielt wirklich für die Sicherheit, für die Verbrechen und so, das spielt sowas von keine Rolle. Von daher sage ich einfach der Einfachheit halber, was eine Person tragen und bedienen kann. Ich sage, der Erwerb und Besitz von solchen Feuerwaffen muss ein Recht sein. Es muss ein Recht sein. Ausschlusskriterien sollen sein Minderjährigkeit, Unmündigkeit, erhebliche Straffälligkeit. Fertig. Wer keines dieser Ausschlusskriterien erfüllt, dem soll eine Bewilligung nicht verweigert werden können, eine Feuerwaffe zu erwerben oder zu besitzen. Das Tragen von Waffen im unterschiedlichen Raum. Hier muss man zuerst sagen, was ist Tragen? Tragen ist das Mitführen auf der Person einer geladenen Waffe zum Zweck des Selbstschutzes. Ist nicht der Transport. Der Transport ist einfach die physische Verschiebung einer Waffe von A nach B, die dann eben ungeladen zu erfolgen hat. Das Tragen unterscheidet man wieder oder sollte man meiner Meinung nach zumindest deutlich unterscheiden zwischen dem verdeckten Tragen, das ist, wenn man die Waffe nicht sieht, und dem offenen Tragen, wenn man die Waffe sieht. Hier ist es so, was das verdeckte Tragen anbelangt, sage ich, es muss genauso ein Recht sein wie der Erwerb und der Besitz. Was man zusätzlich verlangen kann zur Überprüfung dieser Ausschlusskriterien für Erwerb und Besitz, was man zusätzlich verlangen kann, ist eine Fähigkeitsprüfung. Theoretisch zum Beispiel Notwehrkenntnisse, praktisch Waffenhandhabung. Aber es muss eng umgrenzt sein, diese Fähigkeitsprüfung, und nur relevante Fähigkeiten und so dürfen geprüft werden. Plus erstens, die Hürden dürfen nicht so sein, dass es eine quasi Auszeichnung ist oder sein kann für die obersten 10% einer Grenadierschule. Und es darf auch nicht sein, dass die Behörden aus irgendwelchen Gründen Prüfungstermine absagen oder einfach in die Zukunft verschieben können. Dass man sagen, dass sie sagen, okay, ja, nein, ihr habt schon das Recht, ich könnte die Prüfung machen, aber in diesem Jahr gibt es keine Termine, blöderweise, und darum gibt es halt auch keine Tragscheine. Das geht nicht. Sollte meiner Meinung nach im Gesetz festgeschrieben sein, die maximale Frist zwischen den einzelnen Prüfungsterminen. Beim offenen Tragen. Hier kann man sich darüber streiten und ich tendiere dazu zu sagen, nein, das offene Tragen sollte kein Recht sein, es sollte wie ein Privileg behandelt werden bzw. grundsätzlich verboten sein. Warum komme ich darauf, wenn ich dann auf die Empirie eingehe? Jetzt zu den Gründen, warum sollte man es so regeln? Ich sage nochmals, wichtig ist mir für Erwerb, Besitz und verdecktes Tragen, es muss ein Recht sein, es dürfen keine irgendwelche Charakterbeweise oder Bedürfnisnachweise, darf alles nicht drin sein, es darf kein Ermessensspielraum drin sein der Behörden, nichts. Und ich sage einfach, bevor ich auf die Empirie komme, das Beispiel Kleinkindererzieherin. Eine Kleinkindererzieherin, sie betreut fremde Kleinkinder. Völlig hilflose kleine Menschlein,
die ihr auf Gedeih und Verderben ausgeliefert sind. Sie, das ist ihre Arbeit. Sie sorgt nicht nur für deren Überleben, sondern sie kümmert sich um diese Kinder, sie schaut für die Entwicklung, für das Wohlergehen. Und keinem Menschen, niemandem käme es in den Sinn zu sagen, ja, bevor sie das kann, muss sie erst einmal den Behörden zeigen, dass sie einen besonders kinderfreundlichen Charakter hat oder irgendwie besonders recht, also irgendwie so, weiß ich nicht, eben einen besonders, einen irgendwelchen Spezialcharakter hat, der über die Gesetzestreue hinausgeht. Plus, es käme auch niemandem in den Sinn zu sagen, sie muss der Behörde nachweisen, sie habe ein echtes, objektives Bedürfnis zur Arbeit mit Kleinkindern. Und wie kann man unter diesen Umständen darauf kommen, dass diese junge Frauen, oft sind es junge Frauen, sie haben die Schicht fertig, sie gehen nach Hause, sie sind zu Hause und wenn sie eine Waffe besitzen wollen, erwerben, besitzen, wegtragen, zum Schutz des eigenen Lebens, oder vielleicht, egal, spielt auch keine Rolle, Notwehrhilfe, man sagt dann, nein, man geht davon aus, sie ist viel zu dumm, sie ist zu irgendwie psychisch instabil oder zu blöd, um Manipulation richtig auszuführen. Das ist völlig inkonsistent. Und es ist nicht nur völlig inkonsistent, sondern meiner Meinung nach, es geht auch wirklich ins Verwerfliche hinein, wenn man, also blöd gesagt, ich hole mein Kind ab, danke vielmals für die gute Betreuung, aber eben, dass du eine Waffe hast, das traue ich dir nicht zu. Ich habe irgendwelche Angst vor dir, dass du dies falsch benutzen könntest und darum wehrst du dich jetzt halt mit den Fingernägeln oder was weiß ich. Für mich absolut unverständlich. Die Empirie, ich gehe hier auf 5 Gründe ein, ganz kurz. Die 5 empirische Gründe, die für meine Lösung sprechen. Das erste ist, das Recht auf Besitz von Feuerwaffen und das verdeckte Tragen, das schafft Unsicherheit für Täter. Das schreckt ab. Ich lade Sie hier ein, versuchen Sie einen einzigen Prison Survey zu finden. Befragung von schweren, also Gewaltstraftätern, der nicht zeigt, dass ein substanzieller Teil dieser Schwerverbrecher schon mal ein Delikt nicht begangen hat, weil er wusste oder auch nur vermutete, dass das intendierte Opfer eine Waffe, also bewaffnet sein könnte. Waffen schrecken ab. Und das gilt auch für die zu Hause gelagerten Waffen, solange keine, sage ich jetzt mal, unterdurchschnittlich gescheite Safe-Pflicht besteht. Es ist kein Zufall, dass in England, wo die Leute, Privatpersonen dürfen da keine Feuerwaffen haben, praktisch die Hälfte der Einschleichs- und Einbruchsdelikte findet statt in Anwesenheit der Hausbewohner. Jedes Mal ist das Risiko eines Gewaltdeliktes und oder eines Sexualdeliktes. Und auch wenn keins stattfindet, es ist viel dramatischer für die Einwohner, als wenn halt der Einbruch stattfindet, wenn die Leute nicht da sind. Und es kommt nicht von ungefähr, dass in der Schweiz und in Amerika, die eben einen großflächigen Waffenbesitz haben, keine Safe-Pflichten, dass da der Überfall zu Hause eher die Ausnahme oder sogar tatsächlich die Ausnahme ist und nicht die Regel. Es ist auch kein Zufall, dass Gauner zinken, diese Zeichen, die die entsprechenden Fachkräfte schon seit Jahrhunderten verwenden, dass es da ein spezielles Zeichen gibt für Achtung, bewaffnete Hausbewohner, Achtung, Gefahr. Hier auch gleich die Sache wegen dem offenen Tragen. Das offene Tragen schafft eben keine Unsicherheit, Ungewissheit, weil man sieht ja die Waffe. Die kriminalitätsdämpfende Wirkung auch vom offenen Tragen ist nicht wirklich gut erwiesen, im Gegensatz zu jener des verdeckten Tragens. Plus, es ist einfach so, heute mit der steigenden Terrorgefahr, also wenn jemand mit einer Waffe da offen durch die Stadtzentrum geht, vor allem wenn es keine Ordnanzwaffe ist, es macht Angst, es verursacht unnötige Polizeikräfte und so weiter und so fort. Das heißt, ich sehe keinen zusätzlichen Vorteil zum verdeckten Tragen, ich sehe aber Probleme und von daher finde ich, es gibt keinen Grund, warum man das nicht grundsätzlich verbieten sollte. Zum zweiten der 5 empirischen Gründe. Die bewaffnete Gegenwehr ist das effektivste Mittel, um einer Viktimisierung zu entgehen. Das ist insbesondere im Bereich Hate Crimes und sexuelle Gewalt unglaublich wichtig. Auch hier, ich sage nicht jetzt einfach eine Studie, ich lade Sie vielmehr ein, versuchen Sie einen
eine Studie zu finden, die auf einer genauen Interpretation eines Crime Victimization Surveys basiert. Finden Sie eine Studie, bei der nicht rauskommt, erstens, das Risiko einer erfolgreichen Victimisierung, gerade bei der sexuellen Gewalt, des erfolgreichen Vergewaltigungsverzugs, das Risiko nimmt nicht ab, praktisch proportional, mit der Zunahme der Intensität der gewaltsamen Gegenwehr. Das hat nicht nur Implikationen übrigens für das Waffenrecht, für das Waffengesetz, aber all diese Studien zeigen, mir ist keine bekannt, die das nicht zeigt, dass die gewaltsame Gegenwehr mit einer tödlichen Waffe, meistens wird in diesen Studien Stich- und Feuerwaffen zusammengenommen, das ist mit Abstand das beste Mittel, um eben zum Beispiel den Vergewaltigungsvollzug zu verhindern. Plus, und das ist die zweite große Erkenntnis dieser Studien, gewaltsame Gegenwehr führt nicht zu einem signifikant höheren Risiko, verletzt zu werden. Also es stimmt eben nicht, dass dann quasi der Täter erst recht wütend wird und dann die Opfer verletzt oder tötet. Und vor diesem Hintergrund, ich muss sagen, oder wenn ich Politiker höre und ganz besonders Fachpersonen in Anführungszeichen und Schlusszeichen, so für Opferberatung und so weiter, die da irgendwelchen Talkshows, ja, seine Waffe bringt dem Opfer sowieso nichts, das ist Geschwätz, mit dem habe ich wirklich, wirklich Mühe. Ja, der dritte Punkt, das dritte empirische Argument ist einfach, Waffen werden viel häufiger defensiv eingesetzt als aggressiv. Hier, es gibt Zahlen vor allem praktisch ausschließlich aus den USA, weil europäische Crime Victimization Service, aus irgendeinem Grund interessieren die sich konsequent nicht für den defensiven Gebrauch von Waffen. Es wird immer nur gefragt, hatte der Täter eine Waffe? Bei den Opfern, es spielt keine Rolle. Es wird nicht mal gefragt, übrigens, was das Opfer gemacht hat, eben gewaltsame Gegenwehr, nicht gewaltsame Gegenwehr. All diese Erkenntnisse werden nur in Amerika erhoben, in Europa nicht. Aber die amerikanischen Zahlen zeigen, Fakt ist, es gibt 10.000 bis 20.000 Morde mit Feuerwaffen pro Jahr, plus minus je nach Jahr. Aber geschätzt, wenn man die Mittelwerte anschaut, aus verschiedenen diesen Crime Victimization Service, ungefähr 400.000 Mal pro Jahr in den USA wird eine Feuerwaffe dazu gebraucht, um Death oder eine Serious Injury zu verhindern. Und ich weise darauf hin, oder? Dieses Aggregat, also diese Mittelwerte, also diese Schätzungen, der könnte um den Faktor 10 zu hoch sein, veranschlagt. Und trotzdem wäre die defensive Gewalt noch häufiger, prävalenter als die aggressive Gewalt. Und ja, wer sich jetzt fragt, wo sind dann die 400.000 Leichen, wenn es 400.000 Einsätze von Feuerwaffen gibt, die Sache ist eben die, der allergrößte Teil des Gebrauchs, das heißt nicht schießen, es kann beginnen mit, ich habe eine Waffe, über das Zeigen der Waffe, das Ziehen der Waffe, eine Ladebewegung, jetzt gerade im Bereich Home Defense, nur schon, dass gezielt wird auf den Täter, ist schon die Ausnahme. Dann kommt noch der Warnschuss und so weiter. Und dass dann geschossen wird auf die Person, um sie zu neutralisieren, ist die absolute, absolute Ausnahme. Ja, der vierte Grund ist einfach, das verdeckte Waffentragen zur Kriminalitätsverhinderung ist eine Erfolgsgeschichte. Ist eine junge Geschichte, aber eine Erfolgsgeschichte. Hier ist es so, in Europa gab es fast nirgends dieses Recht auf verdecktes Tragen oder überhaupt Waffentragen. In der Schweiz war es so, bis 1999 gab es das in etwa der Hälfte der Kantone. Aber es war nie der Sinn, Kriminalität zu verhindern, sondern es war irgendwie eine Tradition oder ein Symbol für einen freien Bürger, XYZ. In den USA, 8 von 50 Bundesstaaten erlaubten das bis 1987. Das waren bevölkerungsarme, so Backwater States, es gab keine diverse Bevölkerung, es gab keine großen urbanen Zentren, keine dementsprechende Kriminalität. Und Florida dann, 1987 als erster solcher Staat, führte dieses Recht ein, jeder gesetzestreue Bürger, der gewisse eben minimale kleine Prüfung besteht, hatte das Recht, eine Waffe mit sich verdeckt zu führen. Das geschah vor dem Hintergrund jahrelang stark steigender Gewalt.
Das Gesetz, was im Parlament verhandelt wurde von Florida, es waren genau dieselben Befürchtungen und so weiter, wie sie hier heute in Europa geäußert werden. Ah, das ist Blutbad, knietiefe Blutseen, OK Corral, die Leute erschießen sich über irgendwelche Nichtigkeiten, weiß ich nicht, weil falsch abgebogen sind im Straßenverkehr und so weiter und so fort. Was passiert ist nach der Einführung? Die Entwicklung war dergestalt der Kriminalität, dass in den nächsten 2 Jahren schon zwei oder drei weitere Bundesstaaten dieses Recht einführten, und heute sind es 42 von 50 Bundesstaaten, die das haben. Und noch in keinem wurde seither irgendein Versuch gemacht, dieses Recht wieder rückgängig zu machen. Und unter diesen Staaten, die dieses Recht haben, sind heute auch Minnesota, Oregon und so weiter, das sind Deep Blue States. Und trotzdem, auch dort ist das Recht, es ist sattelfest. Plus, es ist auch so, wenn man Polizeiumfragen anschaut, neuere überwältigende Mehrheiten, auch da, ich lade Sie ein, suchen Sie diese Polizeiumfragen, die überwältigende Zahl der Frontpolizisten, die erachtet dieses Recht auf verdecktes Waffentragen als richtig und wichtig. Ja, man kann das auch in der Forschung dann beobachten. Viele, sagen wir, Anti-Waffen-Kriminologen, die noch 1990 behauptet haben, mehr Waffen gleich mehr Gewalt, die tun heute, sie beschränken sich heute darauf zu sagen, man könne das nicht feststellen. Es gäbe keine signifikante Verminderung der Gewalt, wenn man dieses verdeckte Tragen einführe. Und zum Teil mag das nach bestem Wissen und Gewissen sein, zum Teil ist es natürlich auch Kreide gefressen, weil was es auch gibt, sind Statistiken, zum Teil Bundesstaaten erheben das, wie viele Bewilligungen werden erteilt pro Jahr, also wie viele gibt es, wie viele sind erteilt, wie viele werden pro Jahr entzogen und warum. Und da sieht man, dass die Gruppe der Legalwaffenträger um ein Mehrfaches gesetzestreuer ist als die Gesamtbevölkerung im Durchschnitt. Und das bringt natürlich einen in Erklärungsnot, der behauptet eben, dass Legalwaffenträger, das sei quasi ein Gewalt, das sei ein Gewaltkatalysatoren. Jetzt zum fünften und letzten empirischen Argument. Das ist einfach so, auch wenn man davon ausgeht, okay, man kann keine statistische Abnahme von Gewalt feststellen, wenn man das verdeckte Tragrecht einführt. Davon auszugehen, dass wenn die Leute, gerade Minderheiten, gerade Frauen, wir haben ein Problem mit sexueller Gewalt im Anstieg, mit homophober Gewalt, in der Schweiz, letztens kam eine Studie raus, 40% der Juden, die unter 43 oder 44 Jahre alt sind, sie schränken sich in ihrer eigenen Heimatstadt ein, im öffentlichen Raum, aus Angst vor Gewalt. Es ist himmeltraurig, und das verdeckte Waffentragen, auch wenn es eben nicht signifikant sich auswirkt auf die Senkung, selbst dann auf die Kriminalitätsrate, es ist unbestritten, dass es viele Leute gibt, die sich freier fühlen, den öffentlichen Raum mit mehr Selbstbewusstsein, mit weniger Angst, mit weniger Diskomfort benutzen, als sie es täten, wenn sie keine Waffe tragen dürfen. Und jeder, der an einer pluralistischen Gesellschaft interessiert ist, ernsthaft, der muss zuallererst interessiert sein, dass all diese Rechte, Minderheitenrechte und so weiter und so fort, dass diese auch tatsächlich ausgelebt werden können. Dass diese Diversity nicht nur per Gesetz nicht verboten ist, sondern dass sie auch ohne Angst um Leib und Leben ausgelebt werden kann. Und hier ist es schon so, wer es untersuchen möchte, man finde einen Ort, man finde einen Kanton oder sogar einen Staat, der dieses verdeckte Tragen erlaubt und in dem es Parallelgesellschaften gibt und in dem es irgendwie eine so Straßen, also so eine Bandenkriminalität, Bandenjustiz gibt gegen Minderheiten oder gegen schwache Personen. Man finde es. Ich wünsche viel Glück, weil es dürfte nicht ganz einfach sein. Zusammenfassend in 2 Sätzen: Feuerwaffen in privaten Händen, ihre Rolle für ein sicheres, pluralistisches und diskriminierungsfreies Zusammenleben. Die Rolle ist groß und sie funktioniert am besten, wenn, wie gesagt, Erwerb, Besitz und verdecktes Tragen ein Recht sind, ein grundsätzliches, und das offene Tragen grundsätzlich als verboten betrachtet wird. Vielen Dank.
Ja, lieber Herr Joos, geschätztes Publikum, es freut mich sehr, dass wir nun einige Aspekte dieser Thematik etwas vertiefen können. Wir wollen uns in dieser Diskussion als Liberale, die wir beide sind, nicht nur gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern unsere Position hinterfragen und uns ernsthaft mit den Einwänden der Gegner eines liberalen Waffenrechts auseinandersetzen. Wir wollen uns schwerpunktmäßig damit beschäftigen, ob ein Recht auf ein verdecktes Tragen von Schusswaffen zu mehr oder weniger Sicherheit führen würde und welche Rolle ein liberales Waffenrecht bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Machtgleichgewichts spielen kann. Kommen wir zunächst auf die Sicherheitsaspekte zu sprechen. Ja, lieber Herr Joos, viele Bürger halten ein liberales Waffenrecht ja für gefährlich und sagen, sie wollten nicht, dass jeder mit einer Waffe herumlaufen dürfe. Und wenn jemand sie bedroht, dann würden sie einfach die Polizei rufen. Natürlich kann es dann eine Weile dauern, bis diese vor Ort ist. Aber wäre das nicht die sichere Methode, als selbst eine Waffe zu zücken und damit vielleicht die Situation erst recht eskalieren zu lassen? Zum Beispiel, indem der Angreifer einem die Schusswaffe entwendet und einen dann damit niederschießt. Oder indem man den Angreifer in der Hektik niederschießt, obwohl es vielleicht nur bei einer Schlägerei und bei ein paar blauen Flecken geblieben wäre. Ja, das sind zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben angetönt, wenn jeder eine Schusswaffe besitzen oder tragen kann. Und hier muss man schon unterscheiden, ich bin explizit nicht der meiner Meinung nach auch extremistischen Meinung, dass jeder eine Schusswaffe besitzen oder sogar tragen könnte. Es geht hier um ein grundsätzliches Recht, wo es da auch ganz klare Ausschlusskriterien gibt von diesem Recht. Jetzt die Frage, was wäre wenn, oder was wäre, wenn dann eben diese Leute das Recht hätten? Ich habe im Vortrag angetönt, die USA, also diese Kaskade von Einführungen des Tragrechts von 8 Bundesstaaten bis jetzt 42. Es gibt drei EU-Mitgliedstaaten, die haben dieses Recht auf verdecktes Waffentragen. Tschechien ist das, Estland und Litauen. Und vor allem Tschechien hat schon 25 Jahre Erfahrung mit diesem Recht. Auch da, es ist politisch unumstritten, weil auch nichts passiert, oder? Also es gibt eben genau diese OK Corral, wer schneller schießt, als sein Schatten gewinnt und so. Diese Situation gibt es nicht. Und vor diesem Hintergrund, wenn man kann sich die Frage stellen, das ist völlig in Ordnung, führt die Einführung dieses Waffentragrechts oder auf verdecktes Tragen, führt es zu mehr Kriminalität? Aber wenn man dann eben ernsthaft an der Klärung dieser Frage interessiert ist, dann muss man diese Evidenz, die man hat, die Fakten anschauen. Und vor dem Hintergrund dieser Fakten sollten eigentlich jene Leute, die dieses Recht ablehnen, in der Defensive sein und nicht jene, die Einführung dieses Rechtes befürworten. Vielleicht doch nochmal auf den Punkt zu sprechen zu kommen, zur Überreaktion oder wenn man eine Waffe jetzt dabei hat. Der Mensch ist ja in einigen Situationen auch ein emotional getriebenes Tier, vor allem wenn die Panik dann überhand nimmt. Und was gerade in einer Bedrohungslage ja sehr wahrscheinlich ist, dass das dann der Fall ist. Führt die Verfügbarkeit einer Waffe nicht doch zu vielen unüberlegten Schnellschusshandlungen, wobei man hier Schnellschuss im wahrsten Sinne des Wortes verstehen kann? Also man muss unterscheiden, der Mensch, es gibt die meisten Menschen, die würden nie eine Gewaltstraftat begehen, egal ob welche Waffen sie besitzen oder nicht. Da ist die Schweiz auch ein gutes Beispiel, weil der Legalwaffenbesitz ist extrem verbreitet. Aber auch wenn die Tendenz in schlechte Richtung geht bezüglich Gewaltkriminalität, mit den Legalwaffen passiert praktisch nichts. Dann muss man auch unterscheiden, wer begeht Delikte, oder? Die meisten, das sind Karriereverbrecher, das sind Terroristen, das sind Psychopathen, da kommt es nicht darauf an, welche Mittel zur Verfügung sind. Dann gibt es so die Kategorie Hotheads, oder die, bei denen die Gefahr wirklich besteht. Und hier, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wenn man das Recht lange genug hat, ist es eine reine Frage der Statistik, bis genau das erste Delikt passiert. Aber, also das heißt, bis das erste Delikt passiert, dass jemand, der rechtmäßig eine Waffe trägt, diese Waffe dann benutzt für Kriminalität, um jemanden zu erschießen, aus einer Affekttat. Man weiß aber nicht, hätte er den anderen nicht erstochen oder irgendwie erschlagen in derselben Situation. Plus, eben, ich habe es ja auch angetönt im Vortrag, es ist alles, jedes Gesetz ist ein Trade-off. Und wenn es nicht ein extrem guter Trade-off wäre, wäre dieses, also ein Sicherheitstrade-off, oder? Dann wäre dieses
recht, zumindest würde ich mal sagen, in so Blue States in Minnesota würde man das doch versuchen, rückgängig zu machen. Also man kann ja die Amerikaner schon für sehr blöd halten, was viele Europäer meiner Meinung nach mit einer gewissen Lust auch tun, aber so blöd, dass sie Gesetze nicht wieder rückgängig machen, die ihre, die sie selber und ihre eigenen Kinder, Verwandten, Freunde an Leib und Leben gefährden. Also so blöd, also sind sie wahrscheinlich dann doch nicht, oder? Nichtsdestotrotz sind ja das politische Entscheidungen, die nicht unbedingt immer evidenzbasiert sein müssen. Wie kommen Sie denn jetzt zum Schluss, dass es bei einer Erlaubnis zum verdeckten Waffentragen durch die Bürger nicht mehr Gewaltdelikte und mehr Opfer gibt, als es ohne eine solche Möglichkeit gäbe? In der Schweiz gibt es ja auch kein Recht auf ein verdecktes Waffentragen und dennoch ist die Schweiz ein relativ sicheres Land. Ja, wie gesagt, die Schweiz ist schon sicherer, oder? Als zum Beispiel gerade die USA und auch als Venezuela. Aber es spielt keine Rolle, wo es mehr Gewalt gibt. Es spielt eine Rolle, welchen Einfluss die Einführung. Also man schreibt ein Waffengesetz rum und dann spielt die Rolle, was dieses Rumschreiben für einen Einfluss hat. Und da ist es eben klar, Sie sagen, die Schweiz ist relativ sicher, ohne das Recht auf verdecktes Waffentragen. Fakt ist, in der Hälfte der Kantone bestand dieses Recht bis 1999, darunter zum Beispiel Basel-Stadt, einer der urbansten Kantone. Es war überhaupt kein Problem und sogar als das eidgenössische Waffengesetz in der Vernehmlassung war, die Befürworter dieses Tragverbots, die gaben offen zu, schriftlich und mündlich im Parlament, wir haben keine irgendwie Hard Evidence, dass das irgendwas bringt. Dass in den Kantonen, die dieses Tragrecht hatten, dass da kriminalitätsmäßig irgendwas schlechter wäre. Ganz im Gegenteil, oder? Also von daher auch da, sehen Sie, es ist ein bisschen so, wenn wir 2021, wenn ich komme und sage, es könnte sein, dass Tabakrauchen gesundheitsfördernd ist. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, es könnte doch sein, irgendwie der warme Rauch, das füllt die Leute mit Wärme und dann haben sie besser psychisch, sind sie drauf, dann leben sie länger. Ich bin der, der zuerst einmal sagen muss, warum alle anderen Unrecht haben, warum all diese Leute, die nachweislich an Lungenkrebs gestorben sind wegen dem Tabakrauchen, warum das alles irgendeine Fehlinterpretation war. Und dann kann ich als Diskussionspartner ernst genommen werden. Und ich glaube, es ist auch eine gute, die Frage ist dann vielmehr, warum angesichts dieser doch großen, breiten Evidenz, warum sind die Leute, die dieses Recht befürworten, so in der Defensive, warum gibt es so viele Leute, gerade in den Medien, die sich nicht nur gegen das Recht sind, sondern Waffen und Leute, die Waffen haben, noch lächerlich machen. Das ist schon eine gute Frage, finde ich, weil ein Journalist, der kein Haus besitzt, der kann sich für irgendwie Hauseigentum nicht interessieren. Aber ein Leben besitzt jeder, oder? Und jeder hat ein Interesse, nicht zusammengeschlagen und vergewaltigt zu werden und so weiter. Von daher glaube ich halt schon, es geht nicht wirklich. Also vielen Leuten, die vehement sich gegen diesen Privatwaffenbesitz engagieren, es geht ihnen nicht um die Sicherheit, sondern es geht ihnen um ein Gefühl von Sicherheit. Und das Gefühlte ist eben, wenn eine Waffe rum da ist, oder dann ist das irgendeine Bedrohung. Und es ist halt vielleicht auch eine gewisse Zeiterscheinung, dass in politischen Entscheiden Gefühle und Emotionen so viel Gewicht besitzen, oder? Gerade im Vergleich mit Fakten. Oder? Ja, genau. Und viele scheinen diese gefühlte Sicherheit, die sie anstreben, auch, das scheint auch eine realitätsfremde Vorstellung der Polizei dahinter zu stecken, oder? Man sagt sich zum Beispiel, ja, die Polizei wird mich bei einer Gefahr schon beschützen. Doch die Polizei ist ja nicht dazu da, nicht ausgerechnet und prioritär dazu da, den einen Bürger zu schützen. Es sei denn, dieser ist ein hochgradiger Politiker, Beamter, Botschafter, den wir dann mit Steuergeldern eigene Bodyguards zur Verfügung stellen. Es ist zwar möglich, dass ein zufällig anwesender Polizist einem normalen Bürger direkt hilft, wenn dieser von einem Verbrecher bedroht wird. Die meisten Kriminellen sind jedoch darauf bedacht, dort zuzuschlagen, wo eben gerade keine Polizisten anwesend sind. Sollte man jetzt dem Durchschnittsbürger, der diese gefühlte Sicherheit anstrebt, also nicht ehrlicherweise sagen, rechnen Sie lieber damit, dass Sie, wenn Sie einmal Opfer eines Raubüberfalls, einer Schlägerei oder einer Vergewaltigung werden, mit dem Täter vorerst alleine zurechtkommen müssen? Ich würde es sehr begrüßen, so ein bisschen mehr Realitätsbasiertheit in der Kommunikation. Also ich habe eben, muss man das den Leuten erklären? Man kann auch anders fragen,
ich meine, in den Niederlanden, oder? Das ist flach, es ist urban, dass man da die Illusion als ganz normaler Bürger hegen kann irgendwie, dass die Polizei rechtzeitig kommt, okay. Aber in der Schweiz, mein Lieblingsbeispiel ist das Plaine-Jordan. Das hat so eine Kurve, irgendwie 8 Kilometer, und wenn man da am Hang wohnt, in der Mitte des Tals, die kommen dann vom Biasca, wenn überhaupt, wenn nicht von weiter. Also man setzt den Notruf ab und dann irgendwie 5, 7, 8 Minuten später sieht man im Talboden, es blinkt zumindest, und dann geht es eine Weile am Talboden, dann muss er noch die Serpentinen rauffahren. Ich als Täter, ich kann mich noch verpflegen, duschen, einen kleinen Spaziergang ins Haus. Und ich frage mich dann schon, eben, woher kommt dieses Nachgerede? Es ist so offensichtlich, dass die Polizei das nicht kann. Aber Sie haben schon recht. Also im Kanton Zürich gab es letzthin eine Kampagne Ruf an wegen sexueller Belästigung. Und das hat mich so geärgert. Ich habe dann das mit einer Kantonspolizistin sie gefragt, was sie dazu meint. Und sie meinte etwas ganz anderes also die Kommunikationsabteilung der Kantonspolizei meinte. Ich kann auch noch die Terrorrichtlinien ansprechen. Das ist ein Sonderfall, dann habe ich, also die ganze Terrorproblematik, die habe ich ja im Vortrag nicht wirklich angesprochen. Wenn Sie auf diese FedPol-Seiten gehen, Verhalten bei Terror, diese Verhaltensrichtlinien haben nichts damit zu tun, was wirklich ausschlaggebend ist für die Opferzahlen. Also wenn man davon ausgehen würde, wir analysieren die verfügbaren Fakten der geschehenen Terrorattentate und dann schauen wir, was produziert Opfer? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Dann kommt man auf etwas völlig anderes als dieses eben Fliehen, Verstecken, Alarmieren. Und auch da, warum fragt sich kein Journalist, der hat vielleicht ein Kind oder eine Journalistin, was ist, wenn ich mit einem Kleinkind gehe, das neben mir so Schuhe und noch einen Säugling vielleicht habe ich noch im Kinderwagen? Was heißt fliehen? Fliehe ich in der Geschwindigkeit der Zweijährigen? Fliehe ich ohne die Kinder? Und ja, das wird irgendwie so bedenkenlos, gedankenlos wird es irgendwie jeden, vor allem die Gratismedien haben ja begonnen, jeden Artikel, der über ein Verbrechen hat, unten noch diese Helpline-Information. Und das macht mir schon Sorgen. Das macht mir Sorgen, wenn die Leute um das eigene Leib und Leben, diese Gedankenlosigkeit, ja, das ist, finde ich problematisch, ja. Also gewissermaßen etwas realitätsfremde Anweisungen bei solchen Situationen, sagen Sie. Ein Aspekt, der aber in den Abstimmungskämpfen zum Thema Waffenrecht zum Glück immer wieder aufgekommen ist, muss man sagen, ist ja der Aspekt, dass Verbrecher bei einem strengeren Waffengesetz dann eine Art Waffenmonopol haben, weil sie eben diese Gesetze nicht beachten und es trotzdem weiter benutzen. Kann man jetzt sagen, dass diejenigen, die für restriktivere Waffengesetze eintreten, aus heutiger Perspektive, letztlich den Verbrechern ein Waffenmonopol zuschenken oder ihnen schenken und damit ermöglichen, dass diese beinahe jeden Wehrlosen zu allem zwingen können? Ja, sofern die Polizei nicht involviert ist, ist klar. Also wenn der Legalwaffenbesitz verboten ist für Privatpersonen, dann haben natürlich diejenigen, vor allem nur noch diejenigen Waffen, die sich nicht ans Gesetz halten. Das ist, glaube ich, ja, das kann nicht groß bestritten werden, oder? Ich würde einfach nicht jedem unterstellen, der für ein strengeres Waffengesetz sich einsetzt, dass er dieses Monopol anstrebe. Ich glaube, es ist viel einfach Unkenntnis und Ideologie dahinter. Also wie gesagt, jeder, der sich dafür einsetzt, für ein übermäßig restriktives Waffengesetz und eben nicht in einer Einkommensklasse ist, dass er sich Personenschützer leisten kann und eine gated Community, der schadet seiner eigenen Sicherheit, der bringt sich selber in Gefahr. Genau, also ich glaube auch nicht, dass natürlich die Leute, die für ein restriktiveres Waffengesetz sind, das so beabsichtigen. Es ist ja mehr darum, es geht, ging darum aufzuzeigen, dass das etwas zu große Naivität dahinter steckt. Aber Sie haben in Ihrem Referat ja auch die Minderheiten angesprochen, die selbst in westlichen Gesellschaften regelmäßig mit Angriffen zu rechnen haben. Nicht zu vergessen sind ja auch ältere, kleinere, physisch schwächere Menschen, wie zum Beispiel Frauen oder Rollstuhlfahrer, die sich nur mit einer Schusswaffe vielleicht adäquat gegen übermächtige, starke und große Angreifer wehren könnten. Ist es da nicht ironisch, dass gerade jene, die immer an den Schutz von Minderheiten appellieren, offenbar keine Gnade mit eben diesen Minderheiten haben, wenn es um die Liberalisierung des Waffenrechts geht? Also keine Gnade, ich würde vor allem mal sagen, ein relativ evidentes Desinteresse.
am Schicksal dieser Minderheiten. Und der Widerspruch ist offensichtlich. Es ist ja auch so, dass genau diejenigen politischen Kreise, die der Polizei systematischen Rassismus und eben Minderheitenfeindlichkeit vorwerfen, das sind jene, die sagen, nein, nein, nur die Polizei sollte Waffen haben. Ist auch, also meiner Meinung nach muss man jetzt nicht Raketenwissenschaftler sein, um da einen kleinen Widerspruch entdecken zu können. Plus, es sind auch dieselben Kreise, die sich immer sehr für diese Egalität einsetzen, oder? Also das Egalitäre, es gibt keine egalitärere Waffe als die Feuerwaffe, weil die Feuerwaffe ist die einzige Waffe, deren Wirkung, die eigentlich mehr oder weniger unabhängig ist von der Konstitution, sowohl des also des Benutzers wie auch des anderen halt, an dem sie benutzt wird, die Waffe. Es gibt ja auch gut diverse untersuchte Beispiele von Amokläufern und Terroristen, die ihre Ziele sorgfältig nach einem Kriterium ausgewählt haben. Zwar wollten sie in jenem Gebiet zuschlagen, in dem sie ihr Unwesen treiben wollten, und zwar dort, wo sie nicht auf bewaffneten Widerstand stoßen. Beispiele dafür sind zum Beispiel der Terrorist Khali Abu Rayyan, der einen Angriff auf eine der größten Kirchen in Detroit plante, wo es Menschen nicht erlaubt war, Waffen zu tragen. Oder auch der Attentäter Dylan Roof, der eigentlich einen Amoklauf auf ein College veranstalten wollte, doch dann sein Attentat in eine Kirche verschob, nachdem er merkte, dass das College von einem bewaffneten Sicherheitsdienst beschützt wurde. Kann es nach dieser Logik dann aus sicherheitspolitischen Überlegungen eigentlich nicht nur eine logische Schlussfolgerung geben, nämlich waffenfreie Zonen grundsätzlich aufzuheben? Also im öffentlichen Raum ja. Und das gibt auch in den Bundesstaaten zum Beispiel, sie haben das schwulenfeindlich motivierte Attentat in Orlando, fast 50 da Todesopfer gab es, oder? Florida ist ein sogenannter Shall Issue State, der dieses Recht hat. Aber in Gebäuden oder in Lokalitäten, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, gilt das Recht nicht. Und der Täter wusste, wenn er den Sicherheitsmann ausgeschaltet hat, hat er freie Bahn. Und dann kommt natürlich sofort das Argument, ja, aber wenn die Leute dann besoffen sind und so weiter, ich würde sagen, es ist selbst mit dem Autofahren. Ich kann mir vorstellen, dass man eine Promille-Limite einführt, wenn man halt trägt. Das sehe ich jetzt nicht ein wahnsinniges Problem damit. Aber es ist schon so, die Terroristen, Amokläufe, die planen minutiös. Und die ganzen Gun-Free Zones, das hat man eigentlich eingeführt, parallel zu dieser Einführung des Rechts auf Tragen, gab es irgendeinen Backlash, dann, ja, aber wenn dann schon überall getragen werden kann, irgendwo müssen wir ja noch safe sein. Und es ist halt schon so, es sind, glaube ich, 85-90%, je nachdem, ist immer schwierig zum Teil die Kategorisierung, waren Vorkommen, ist ein Mass-Shooting oder nicht, aber zwischen 85-90%, glaube ich, in den letzten 2000, 2001 fanden eben in Gun-Free Zones statt, also die überwältigende Mehrheit. Ich sage jetzt nicht 85, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber nicht nur die Mehrheit, sondern die überwältigende Mehrheit. Was ja auch nicht wahnsinnig erstaunlich ist, also auch hier, ich verstehe nicht, warum kein Mensch würde sagen, ja nein, dieses Recht der Polizei auf mobile Radarkontrollen, das hat keinen Einfluss auf die Prävalenz von irgendwie halt Rasen, oder? Wenn man überall das Recht einführt, aber sagt, bei diesem und diesem Straßenabschnitt gibt es das Recht nicht, also wer würde annehmen, dass dann dort nicht mehr gerast wird und dass sich niemand vorbereitet, um dort irgendwie zu rasen, oder? Absolut, ja. Kommen wir vielleicht noch auf einige ordnungspolitische Aspekte dieser ganzen Debatte, um das Waffenrecht zu sprechen. Liberale Theoretiker wie John Locke, Thomas Jefferson und Friedrich Bastiat über diverse Verfassungen, wie etwa die Schweizer Bundesverfassung, bis hin zur EMRK und zur UNO-Menschenrechtscharta, argumentieren ja, dass es ein natürliches Recht auf Leben gäbe und man sich selbst verteidigen dürfe. Ich glaube, wir sind uns darin einig, dass sich aus diesem Recht automatisch das Recht für rechtschaffene Bürger ableitet, Waffen zu besitzen und verdeckt tragen zu dürfen, weil nur so ein wirksamer Schutz möglich ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Müsste man jetzt aber unter den aktuellen Bedingungen und dem zunehmenden restriktiven Waffenrecht denn nicht offen und ehrlich sagen, dass dieses Grundrecht auf ein geschütztes Leben heute nur noch ein Papiertiger ist, der doch im Ernstfall gar nicht mehr gilt? Ja, es ist natürlich eben das Grundrecht, oder? Also ein Recht, das Sie nicht durchsetzen können, ist kein Recht.
Das ist eigentlich klar, oder? Und ja, es ist interessant, weil die meisten Gewaltverbrechen, die werden von jüngeren Männern begangen. Und jüngere Männer sind genau diese, sind genau die Gruppe von Leuten, die mehr Testosteron haben, die mehr Muskeln haben im Durchschnitt, die halt einfach die Gewinner sind, wenn niemand eine Waffe trägt. Ja, das heißt, das Grundrecht ist dann abhängig, wie gut man halt eben, wie viel Zeit man hat, sich da irgendwie halt in Selbstverteidigung zu üben oder was weiß ich, oder? Aber ich meine, das ist so der praktische Aspekt. Und der hat aber dazu mal, glaube ich, bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die Kriminalität hat nicht eine so große Rolle gespielt, weil, ja, mein, das waren Vorderlader, das waren nicht ideale Waffen, das ging da vor allem um Tyrannei, oder? Aber es ist schon so, eben ein Recht, das sie nicht durchsetzen können, ist kein Recht. Und in John Locke, der ist vor allem berühmt heute noch für eben das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Aber wenn ich mich nicht wirklich täusche, dieser Kriegszustand, der wird beschrieben am Beispiel eines Räubers, also am Kriminellen, oder der ihm da abpasst und gegen den er sich dann auch wehren darf, um seine Grundrechte zu verteidigen. Also es ist einfach eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Eben, die Polizei ist, kann uns nicht schützen, irgendjemand muss es tun. Ja, es ist auch, ich sage vielleicht noch so, es ist komisch, dass in jedem Rechtsstaat gibt es dieses Notwehrrecht. Das ist nichts anderes als eben einfach eine Liste von Ausnahmen, in denen der Bürger Gewalt, auch tödliche, oder, anwenden darf. Und trotzdem ist Selbstverteidigung so, ja, aber das ist irgendwas für dumme, irgendwie, keine Ahnung, übermütige Kampfsportler und Cowboys und irgendwie so. Es ist irgendwie so, es ist so eine bizarre oder leicht komische Haltung, dass man Selbstverteidigung gut findet oder so. Also, ich meine, ich frage, was ist das Gegenteil von nichts? Das Gegenteil von Selbstverteidigung ist nicht Selbstverteidigung. Und ja, dann das Argument ist dann, ja, ich könnte ja keine Gewalt anwenden, Gewalt ist gut. Ja gut, vielleicht du nicht, aber vielleicht hast du noch Personen, Kinder, Lebenspartner, Lebenspartnerin, Angestellte, Leute, die brauchen dich. Hast du das Recht, moralisch, dich einfach, weil du gegen Gewalt bist, dich nicht zu verteidigen? Du fehlst dann Leuten. Also ich sehe es halt mehr auch eine, eben auf der Stufe Gesetz ist es ein Recht, aber wenn man das Ganze ein bisschen von der moralischen Seite anschaut, sehe ich eben mindestens eine so große Pflicht. Sie haben auch die Unabhängigkeitserklärung angesprochen. Am 8. Juni 1789 brachte ja James Madison im Repräsentantenhaus einen Entwurf einer Bill of Rights ein, in welchem das Recht der Bürger aufgeführt wurde, Waffen zu besitzen und zu tragen. Die letztendliche Version des zweiten Zusatzartikels zur US-Verfassung, der dann im selben Jahr auch vom Senat angenommen wurde, lautet, ich zitiere, da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Zitat Ende. Für die amerikanischen Gründerväter war also dieses Grundrecht so zentral, dass es separat explizit aufgeführt wurde. Heute jedoch wird man eher belächelt, wenn man sagt, es handelt sich hierbei um ein Grundrecht. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? An fehlendem Realismus. Man kann, also die Gründerväter, ich bewundere das, oder? Das waren Leute, die sich durch extremen Realismus auszeichneten, was die menschliche Natur anbelangt. Und die amerikanische Revolution, erstens ist es eben der Realismus. Ich habe, also Mike Tyson hat diesen Ausspruch, oder? Everyone has a plan until they got punched in the mouth. Und man kann auch so sagen, oder? Jeder hat Menschenrechte, bis ihm jemand in die Aorta sticht, oder? Das ist so ein bisschen. Der Realismus ist einfach, es nützt mir nicht, das Papier nützt mir nicht, wenn es handgreiflich wird. Also brauche ich noch irgendwas, das Handgreifliche dann irgendwie eher zu meinen Gunsten ausgeht. Und das ist der Realismus, es gibt noch einen zweiten Sinn, oder der zweite Realismus-Sinn ist, die Gründerväter waren, glaube ich, alle, sie waren nicht Christen oder sogar irgendwie Katholiken oder Reformierte, aber es waren so ethische Monotheisten. Und die haben dieses Menschenbild, das biblische Menschenbild, da der Mensch hat so zwei Triebe, das Gute und das Böse, ist beides in ihm angelegt. Und durch Erziehung, eben halt Erziehung, nicht einfach durch sein lassen, laissez-faire,
muss man das Böse in Schach halten, dass das Gute überhand nimmt. Obwohl man es genau nimmt, das biblische Menschenbild muss auch das Gute durch das Böse in Schach gehalten werden. Das ist noch interessant, das ist so Checks and Balance auf dem Niveau der Person. Aber dieses Menschenbild, dieses reale, realistische Menschenbild, das biblische Menschenbild, nach dem ist klar, dass Gewalt kann man nie aus der Welt schaffen. Und von daher richtet man halt auch einen Staat ein, der, bei dem die Frage ist oder der darauf ausgerichtet ist, Gewalt so gut es geht zu kontrollieren. Die Gewalttäter, ob es jetzt Tyrannen sind oder Gewaltkriminelle, Sexualverbrecher, in Schach zu halten. Wohlwissend, es wird immer Gewalt geben, es ist alles immer ein Trade-off, aber eben, es machen wir das Beste. Und wenn das heute belächelt wird, oder, dann ist das eben, dann sind das die Progressiven, die das Gefühl haben, der Mensch ist nur gut. Und wenn wir mal erstens alle sozialen Ungerechtigkeiten aus der Welt geschafft haben, wenn wir alle Waffen eingeschmolzen haben und alle spitzen Gegenstände entfernt haben, dann kommt kein Mensch mehr auf die Idee, Gewalt zu verüben. Und dann sind wir im Paradies auf Erden. Und diese Sichtweise, außenpolitisch, sie funktioniert nicht, hat nie funktioniert. Gerade in der Schweiz ist das ja interessant. Auf der Wehrpflicht bestehen die meisten Bürgerlichen. Also hier ist ganz klar dieses Menschenbild, es wird immer äußere Angreifer geben, es wird immer nötig sein mit Dissuasion und schlussendlich auch massiver Gewalt, wenn es sein muss, gegen die zu wirken. Aber im Inneren haben eben viele europäische Bürgerliche und auch eben halt auch immer mehr Schweizer Bürgerliche dieses, ich weiß nicht, woher es kommt, diese auch als Gedankenlosigkeit, dieses ein bisschen Anti-Amerikanismus und ein bisschen, ich weiß nicht, das Elitäre vielleicht auch, dass man sich dann fühlt, wir sind so belesen und gescheit und wenn wir es nur richtig anpacken, dann kriegen wir alles hin, dann können wir alles ändern und eben das Paradies auf Erden kreieren. Ja, und vielleicht hat auch der Kollektivismus ein bisschen die Bürgerlichen in Europa erfasst, wenn man sagt, nach außen darf man sich verteidigen, aber der Einzelne darf es nicht. Schon ein bisschen kollektivistisch angehauchte Denkweise. Oftmals wird bei diesen Diskussionen um das liberale Waffenrecht oder um eine Liberalisierung des Waffenrechts ja auch mit dem Gewaltmonopol des Staates argumentiert oder dagegen gehalten. Es wird gesagt, dass wir gerade einen Rechtsstaat hätten, damit eben nicht jeder Selbstjustiz üben müsse. Da verwechselt man hier nicht Selbstjustiz, unter der man die Bestrafung eines Täters versteht, mit der legitimen Notwehr oder Nothilfe, die mit Selbstjustiz per se ja nichts zu tun hat. Könnte nicht diese Konfusion ein wesentlicher Grund sein, warum viele Leute ein liberales Waffenrecht mit chaotischen Zuständen und Wildwestschießereien verwechseln und es deshalb ablehnen? Ja, also man muss halt einfach unterscheiden Selbstjustiz und Notwehr. Und die Justiz, also das ist auch in John Locke, man muss John Locke lesen. Das ist ganz klar, warum braucht dieses Notwehrrecht? Das braucht, wenn man keine Zeit hat, den gemeinsamen Richter anzurufen. Und genau darum, niemand, der halbwegs bei Verstand ist, ist der Meinung, dass man einem Einbrecher in den Rücken schießen darf, wenn er schon wieder also quasi zur Balkontür rausgeht und er nicht gerade die Sauerstoffflasche klaut oder irgendwie das Insulin oder so, das man braucht, weil noch ein Stromausfall ist und man keins kaufen kann. Eben so ein irres Extremszenario. Kein Mensch, also befürwortet das oder will sowas einführen. Und von daher, diese Gegner, die habe ich das Gefühl, sie versuchen immer so den Eindruck zu erwecken, dass die politische Meinungsverschiedenheit besteht zwischen Leuten, die das wollen, dem Chresi den Rücken zu schießen und Leute, die eben ein bisschen kultiviert sind und das nicht wollen. Dabei ist es einfach so, eben ich kann keinen Richter anrufen, wenn ich an Leib und Leben bedroht werde. Also wie will ich das? Wenn ich es könnte, natürlich, ich sage immer, niemand, wenn es Waffen gäbe, irgendwelche so Gefrierwaffen oder so, man könnte die Täter einfrieren, so, die würden keinen Wank mehr machen, bis die Polizei da wäre, wäre ich auch gegen das Tragen und den Besitz von Schusswaffen. Man setzt ja auch die Schusswaffen, wenn es legitime Not, wenn es Selbstverteidigung ist. Man schießt nicht, um zu verletzen oder zu töten, man schießt, um zu neutralisieren. Man schießt, bis der Täter aufhört, das zu machen, was er gerade macht, weil wenn er nicht aufhören würde, man eben selber tot wäre. Es ist relativ simpel, technisch,
Und eben, ich glaube auch, die Progressiven haben es geschafft, komischerweise, dass jene Leute, die dieses Recht, es ist relativ einfach, meiner Meinung nach doch zu begreifen, dass die Leute in der Defensive sind, obwohl eben Zeit ist Zeit, 30 Sekunden sind 30 Sekunden, Polizisten können nicht fliegen, es ist alles relativ simpel und eindeutig. Jetzt ist es ja nicht so, dass die aktuellen Diskussionen darauf hinauslaufen, ob man jetzt das Waffentragen, das verdeckte Waffentragen einführen soll oder nicht. Und ich glaube eher, die Tendenz verschiebt sich dahin, soll man den Waffenbesitz per se noch verbieten oder so halbwegs belassen. Kann man kurz und knapp sagen, dass ein Waffenbesitzverbot am nützlichsten für diejenigen ist, die gerade an den Hebeln der politischen Macht sitzen? Ja, ich meine, eben an den Hebeln der politischen Macht sitzen jene meistens in normalen Rechtsstaaten, die wir gewählt haben, oder? Und wenn man jetzt sagt, was tun, damit sich das wieder ändert, oder? Diese ganze Sicht aufs Waffenrecht. Hier haben die Bürgerlichen einfach, es ist der schwierigste Weg, aber es ist einfach der, den es zu wählen gibt und vor dem man sich nicht, man kann nicht kneifen, man muss den Diskurs ändern mit guten Argumenten, mit guten Leuten, mit guten Botschaften und aufzeigen, dafür sorgen, dass eine Mehrheit im Parlament, der Parlamentarier und der Bundesräte wieder der Meinung ist, ja, okay, es ist grundsätzlich besser, wenn die Leute Waffen besitzen und tragen, als wenn sie es nicht tun. Oder beziehungsweise wenn sie das Recht dazu haben. Der größte Vorteil des verdeckten Tragens und des weit verbreiteten Besitzes ist ja das Unsicherheitsprinzip. Oder ich habe es ja auch in meinem Vortrag angetäuscht, dass geschossen wird, ist der absolute Ausnahmefall. Das Schöne ist an der Waffe, es kostet nichts, sie mitzutragen, es kostet die Allgemeinheit nichts. Und dieses Unsicherheitsprinzip, eben das ist so quasi ein Abturner oder für jene, die Grundrechte angreifen wollen. Jetzt im Spezialfall, wenn eine Minderheit oder irgendeine Clique, sagen wir die Nationalsozialisten, die Bolschewiki oder irgendwie die Roten Khmer, den Staat irgendwie unterwandern oder einen Putsch machen, in diesem Fall ist es ganz klar, das ist das Beste, was denen passieren kann. Ein strenges Waffengesetz, weil dann übernimmt man die Polizei, man übernimmt die Armee und dann hat man gewonnen. Ist gut, dass Sie das ansprechen. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Selbst wenn ein restriktives Waffenrecht mit guten Absichten erlassen wird und implementiert wird, kann der Schuss ja auch nach hinten losgehen, wie das Beispiel aus der Weimarer Republik gezeigt hat, das Sie angesprochen haben. Dort wurde ja 1928 ein noch restriktiveres Waffengesetz erlassen als zuvor, das den Zweck verfolgte, die radikalen Nationalsozialisten und die Kommunisten zu entwaffnen. Dieses Gesetz hat jedoch paradoxerweise den anschließend an die Macht gekommenen Nationalsozialisten in die Hände gespielt, weil alle Waffen bei der Polizei registriert waren und die Nationalsozialisten genau gewusst haben, bei welchen ideologischen Feinden sie nach diesen zu suchen hatten. 1933 erfolgte dann der Befehl zur Entwaffnung der Juden in Breslau und ironischerweise ordnete Hermann Göring an, die von den Regimegegnern konfiszierten Schusswaffen den Wachen in den Konzentrationslagern zur Verfügung zu stellen. Manche, die sich in der Weimarer Republik also für ein strengeres Waffengesetz und eine lückenlose Waffenregistrierung ausgesprochen hatten, wurden in den Lagern also mit denjenigen Waffen in Schach gehalten, die von den Nationalsozialisten gefunden wurden. Zeigt dieses Beispiel nicht auch, dass die Befürworter von strengeren Waffengesetzen eine große Portion Naivität sich vorwerfen lassen müssen und die Staatsgewalt durch eine rosarote Brille idealisieren, also eher nur positive Eigenschaften zu Schanzen in Bezug auf die Sicherheit, jedoch die tyrannische Wirkung, die sie eben auch entfalten kann, ignorieren? Ja, das Beispiel des Waffengesetzes oder von 1928 ist ein dramatisches Beispiel. Den letzten, was Sie gesagt haben über Breslau, den konkreten Fall, der ist mir nicht bekannt. Was sicher stimmt, oder? Die Waffen mussten lückenlos registriert werden und die Polizei hatte unbegrenzten Ermessensspielraum, wer als zuverlässig zu, wenn sie als zuverlässig, also charakterlich zuverlässig betrachten wollte und wer nicht. Und eben der springende Punkt ist, die Nationalsozialisten mussten nichts am Waffengesetz ändern. Sie konnten Zirkulare rauslassen an die Polizeistellen und sagen eben Nicht-Arier und Sozialdemokraten und was weiß ich, die sind einfach per Definition dann nicht mehr zuverlässig. Und dann die Hausdurchsuchung, klar, man wusste überall, wo die Waffen registriert waren. Ja, es ist eben in Deutschland, ich bin kein
wahnsinnig intimer Kenner der deutschen Geschichte, aber in dem Maß, in dem ich sie kenne, würde ich mir das Statement erlauben, dass es halt schon seit 1871, das ist ein obrigkeitsstaatlich orientiertes Land. Und nach dem Ersten Weltkrieg, die größte Sorge der neuen Regierung war gleich, okay, da haben sich eben die Leute, haben sich Soldaten 4 Jahre lang da in den Gräben, unter miserabelsten Bedingungen haben sie die Deutschland verteidigt. Und in dem Moment, als sie nach Hause kamen, war es ein Problem, dass die Waffen hatten. Man musste schnellstmöglich die Leute entwaffnen. Und in der Schweiz damals, eben, es ist ja nicht nur, wie viele Leute haben Waffen, sondern wie viele Leute sind geübt, geschult im Umgang mit Waffen. Und das war in der Schweiz natürlich das pure Gegenteil. Es gab in der Schweiz General Wille, es gab im Ersten Weltkrieg schon auch Leute, die wollten die Schützen entwaffnen. Das versuchte man dann über die Kontrolle der Munition. Das haben sich die Schützen nicht bieten lassen. Es war auch nie die Idee, dass man eben die Arbeiter zum Beispiel entwaffnete. Der Schweizer war Schweizer, Punkt. Und das stand ja in der Verfassung drin von 1874 oder 71, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, es stand in der alten Verfassung drin, die bis 99 Bestand hatte, dass das militärische, die Ordnanzwaffe und die Ausrüstung bleibt beim Soldaten. Und heute auch, es ist wieder diese Gedankenlosigkeit der Bürgerliche. Wenn sich überhaupt noch jemand diesen Artikel der Verfassung vermisst, dann ist es, ja, das ist eben wegen der Schweiz, damit man die Schweiz verteidigen kann. Nein. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Krieg ging gar nicht genug schnell, als dass es ein Bedürfnis der Armee gewesen wäre, der Landesverteidigung, dass die Leute die Waffe zu Hause gehabt hätten. Und wenn es ein Bedürfnis der Armee gewesen wäre, dann wäre es in irgendeinem Reglement gestanden, weil ich meine, es gibt eine Trillion Sachen, die in Armeereglementen stehen. Alles steht in einem Armeereglement, alles, außer gerade dieser Punkt. Das ist völlig nicht plausibel. Viel plausibler ist es, eben anzunehmen, ich habe es nicht untersucht genau, muss ich gestehen, viel plausibler ist es aber, dass genau da die Möglichkeit der Tyrannei, oder die Waffe, die erleichtert Gewalt und entweder erleichtert sie dem Bürger, dem Souverän, die Gewalt gegen eine Regierungsgewalt auf Abwägen, oder es erlaubt der Regierungsgewalt auf Abwägen eben Gewalt gegen die Bürger. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage mit aktuellem Bezug. Ein Hauptargument gegen ein zu liberales Waffenrecht ist ja jenes, dass man die Gefahr der Tyrannei durch den Gewaltmonopolisten heute verharmlost und behauptet, diese vermeintliche Bedrohung sei lediglich noch ein Schreckgespenst aus den Geschichtsbüchern, jedoch heute nicht mehr so relevant. Professor Michael Esfeld, Professor für Philosophie an der Universität Lausanne, würde diesem Narrativ wohl vehement widersprechen. Er schrieb kürzlich in einem aktuellen beim Liberalen Institut veröffentlichten Paper Folgendes, jetzt kommt ein etwas längeres Zitat. Die aktuelle Situation, kurze Klammerbemerkung, damit meint Esfeld das restriktive Eingreifen und Außerkraftsetzen von Grundrechten mit dem Hinweis auf ein vermeintlich höheres Wissen zur Bekämpfung einer Pandemie oder des Klimawandels. Klammerbemerkung zu. Die aktuelle Situation ist gut mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vergleichbar, der sich auch aus kontingenten Umständen im Juli 1914 entwickelt hatte. In der Tat besteht die Gefahr, dass sich die Geschichte des 20. im 21. Jahrhundert wiederholt. Der politische Umgang mit der Corona-Pandemie entspricht dem Ersten Weltkrieg. Forderungen einer radikalen Umwälzung der Gesellschaft wie Zero Covid und deren Pendant im Klimaaktivismus entsprechen dem Bolschewismus. Gegen diese Forderungen und das Versagen der Eliten insgesamt formiert sich ein radikaler Rechtspopulismus, der sich zum zeitgenössischen Pendant des Faschismus entwickeln könnte. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Zwangsmaßnahmen und das unbegrenzte Gelddrucken, um diese Folgen aufzufangen, könnten zu Inflation und schließlich einer Wirtschaftskrise führen, wie am Ende der 1920er Jahre, in der die liberalen Kräfte in Kontinentaleuropa zwischen Bolschewismus und Faschismus zerrieben wurden. Es ist wichtig, sich dieser Gefahr bewusst zu sein, die Parallelen zum Ablauf des 20. Jahrhunderts zu erkennen und sich dem fatalen Trend, der sich im Umgang mit der Corona-Pandemie ausgebildet hat, entgegenzustellen. Zitat Ende. Teilen Sie diese Auffassung von Professor Esfeld, dass wir eigentlich unmittelbar vor dem Abgleiten in eine Tyrannei stehen könnten, dass das liberale Waffengesetz eigentlich ein Gebot der Stunde sein müsste? Also, nein, also ich, für die Schweiz glaube ich nicht, das unmittelbare Bevorstehen einer Tyrannei
Nein, das glaube ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich bin auch, ich kann die ganze, ich bin kein Epidemiologe, das Epidemiegesetz, ich weiß, ich kann da nichts Qualifiziertes dazu sagen, zur ganzen, ja, halt klar aktuellen Situation. Was sicher ist, es wird vermehrt, also der soziale Frieden, der ist sicher der nimmt ab. Aber die genauen Gründe kann ich nicht sagen, die sind sicher auch sehr kompliziert, aber es ist einfach feststellbar, dass, ja. Ich finde aber, wenn man sagt, jetzt sind wir unmittelbar bedroht, jetzt bräuchten wir ein Waffenrecht oder so also ein liberales oder wie auch immer ein grundsätzliches Recht auf Waffenbesitz oder Tragen, das kommt dann schon für mich wieder in die Nähe des Bedürfnisnachweises, oder? Also dann haben wir ein echtes Bedürfnis und das widerspricht ja dann gerade dem Recht. Ich glaube, sinnvoller ist es, die Frage zu stellen. Es gibt sehr viele Leute, die da, würde ich sagen, teile ich eine gewisse Haltung, dass es wird zu Unrecht geglaubt, die Tyrannei sei irgendwie überwunden. Und jetzt sei man eigentlich in einem Rechtsstaat, in dem die Behörden erstens immer nur das Beste wollen und zweitens auch das Beste können. Und wann, für die meisten ist irgendwie instinktiv klar, es war irgendwann nach 1945, aber wann war das? Und ich sage einfach, ich meine, Charlie Hebdo war vor 6 Jahren. Alle waren Charlie Hebdo. Und was passiert war, ist im Sicherheitsraum Schengen, es wurden Leute abgeschlachtet, weil sie irgendwas gezeichnet hatten, was jemand anderem nicht passte. In der Schweiz, sowohl die FEDPOL-Chefin wie auch die Bundespräsidentin, sie hat nicht gesagt, wir haben Angst jetzt, wir müssen schauen, dass nicht noch mehr Journalisten getötet werden, dass wir weitere Terroranschläge, sondern das Problem, was sie erkannt hatten oder was sie umtrieb, war, wir müssen jetzt schauen, dass es keine antimuslimische Gewalt gibt. Vor dem Hintergrund, dass es in der Schweiz noch nie gegeben hat. Ich meine, ich bin nicht pro antimuslimische Gewalt, aber offenbar in der Wahrnehmung dieser Behörden war das Hauptproblem. Ein nicht existentes Problem, die Gewalt gegen jetzt also muslimfeindliche Gewalt zu verhindern. Das finde ich, also da ist doch eine gewisse also Distanz zur Realität, finde ich feststellbar. Und noch schlimmer finde ich, wie das gelaufen ist 2 Tage später. Es war eigentlich ein Doppelanschlag. 2 Tage später gab es diese Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt in Paris. Und der Attentäter, also der zuerst die Geiseln genommen hat, sie erschossen. Der hatte während der Geiselnahme gab er ein Interview an einen französischen Fernsehkanal und er wurde gefragt, warum tust du das? Und er hatte gesagt, ich habe die ausgewählt, Sible, weil sie Juden sind. Nicht mal, weil sie irgendwie die Finanzen kontrollieren und die Weltherrschaft an sich gerissen haben, was auch antisemitisch wäre, aber da hätte er quasi noch ein Verhalten bestraft, oder? Weil sie sind. Sie existieren. Das hat ihm genügt, um sie dann zu töten. Und auf dieses Vorkommen ist, also wie gesagt, das Interview wurde aufgezeichnet. Barack Obama, der war der mächtigste Mensch nicht nur der Welt, sondern vor allem auch der freien Welt, die Leitfigur und auch für einen großen Teil der Medien das personifizierte Gute. Er hat gesprochen über das Attentat und gesagt, das gehe ja gar nicht, dass a random bunch of people da über den Haufen geschossen wird. Und meiner Meinung nach, was ich wirklich bedrohlich finde, was mir sehr zu denken gibt, ist die Realitätsverweigerung oder ich glaube bei diesen Leuten, das sind ja nicht alles, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Journalisten und Judenhasser sind alle, die dieses Problem so darstellen. Aber diese Unfähigkeit, die Realität auch nur anzuerkennen, soll ich dann annehmen, dass diese Behörden, diese Leute in der Lage sind, wenn es hart auf hart kommt, wirklich noch härter, dass sie dann da meinen Schutz, meine Grundrechte effizienter, dass ich da nicht selber verantwortlich bin für mich und auch keine Verantwortung übernehmen muss selber, sondern mich auf andere verlassen kann, eben auf diesen Sprung von die ganze Weltgeschichte war immer Chaos, Krieg, Unrechtsstaat, Ungleichheit, Ungleichheit vor dem Gesetz. Und dann ist irgendwann, gab es einen anderen Aggregatzustand, Friede, Freude, absolute Gerechtigkeit, absolutes Wissen auch, wie man immer das Beste tut. Ja, wer das plausibel hält,
den beglückwünsche ich auf der einen Seite, weil das ist, der ist dann sicher sehr froh und erleichtert, aber auf der anderen Seite bedauere ich ihn, weil ich befürchte halt schon, dass die Realität ihn über lang, kurz oder lang halt einholen wird. Herr Joos, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, das Sie unbedingt loswerden wollen? Ja, ich unbedingt gerade jetzt vom Herzen. Ich fände es schön, wenn nicht nur die ganze Waffendiskussion, oder, sondern also Waffengesetzdiskussion, sondern alles, was mit Sicherheit zu tun hat, die Verhinderung von vorsätzlich verübter Gewalt, wenn es einfach ernster genommen würde von allen politischen Kreisen, aber vor allem in erster Linie mal die Bürgerlichen und gerade die Liberalen, bei denen der Grundrechtsschutz an erster Stelle stehen sollte, dass die endlich mal das ernst nehmen und vielleicht mal in einer kleinen Pause zwischen Gegnerschaft zu keynesianischer Geldpolitik und irgendwie Agitation gegen diese Handelsbeschränkungen, also irgendwelche Zölle, dass sie da auch vielleicht mal eine Viertelstunde hier ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren würden. Das ist schon mein Anliegen, weil eben im Moment in der Schweiz, wir sind noch ein bisschen besser dran, was die Gewaltkriminalität anbelangt, was die Sicherheit anbelangt, auch im öffentlichen Raum. Aber die Tendenz geht genau in die gleiche Richtung. Wir haben die Vorzeichen so von Pariser und Berliner Zustände auch in den Schweizer Städten. Und wenn wir einfach jetzt so weitermachen mit ein bisschen Aktionsplänen und ein bisschen Präventionsprogrammen und XYZ, haben die Franzosen, die Deutschen auch gemacht. Wir müssen uns einfach bewusst werden, wenn wir französische und deutsche Rezepte wollen, kriegen wir diese Resultate. Und ich habe keine Lust auf diese, also schon auf Kochrezepte habe ich schon Lust, französische, aber nicht sicherheitspolitische. Ja, geschätzter Herr Joos, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und Ihre Bereitschaft, Ihre Gedanken bei unserem Liberalen Institut zu teilen und zu präsentieren. Gerne. Ich hoffe, dass wir... Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit Ihrem Referat und dieser Diskussion einen guten Überblick zur Thematik bieten konnten. Und auch Ihnen, geschätztes Publikum, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dass Sie heute hier reingeschaut haben. Hat Ihnen unsere heutige Veranstaltung gefallen? Dann geben Sie auf diesem Video bitte kurz einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unsere Kanäle, damit Sie auch in Zukunft sicherlich keines unserer Videos und Veranstaltungen verpassen. Gerne möchte ich Sie an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass am 9. Juni unsere Konferenz und Buchvernissage zum Thema Nullrisikogesellschaft stattfinden wird. Wir möchten den Anlass eigentlich gerne physisch in Zürich durchführen, aber je nach Kompliziertheit der behördlichen Auflagen behalten wir uns vor, den Event online durchzuführen. Weitere Details werden Sie in unserem Newsletter oder auf unserer Website www.libinst.ch erfahren. So oder so würden wir uns freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei wären. Nun bleibt mir, Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen, Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme zu danken. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.